Ganz kurz bevor dieses Video losgeht, Freunde, lasst gerne ein Abo da, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Ganze ist natürlich auch kostenlos und ihr unterstützt mich damit auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, dass ganz viele Leute, die meine Videos schauen, mich tatsächlich nicht abonniert haben. Freunde, lasst mir gerne ein Abo da, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und damit unterstützt ihr meinen Kanal natürlich auch und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, wenn euch das Video nicht gefällt, könnt ihr das ja am Ende des Videos wieder rückgängig machen oder mir auch eine negative Bewertung geben. Ansonsten gebt dem Video gerne auch jetzt schon mal einen Daumen nach oben, denn damit unterstützt ihr meinen Kanal auf jeden Fall riesig. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein neues Remake-Unboxing. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Mediabook, das ich euch zwar schon mal vorgestellt habe, allerdings damals noch nichts gesagt habe in meinen Videos. Heute geht es hier um I Saw the Devil im Mediabook. Das Ganze wurde damals rausgebracht von Nameless Media und es gab damals auch viele verschiedene Cover-Artworks, ich glaube 5 Stück, das hier ist Cover E und das ist ein wattiertes Mediabook. Ja, damals war ein Riesenskandal, weil bei den unwattierten Mediabooks, die waren irgendwie schon vorproduziert und da war der Korean Cuts, der hier auch enthalten ist, nicht im Mediabook-Tray drin, sondern einfach in so einem Pappteil dabei. Ja, das war natürlich ärgerlich, aber gut, beim wattierten Mediabook ist das nicht so, das zeige ich euch jetzt. Und ja, so schaut das Mediabook auf jeden Fall von vorne aus. Hier unten haben wir die Titelschrift I Saw the Devil. Die ist wie immer bei Nameless natürlich glänzend gemacht. Das schaut auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool aus. Das seht ihr hier so, denke ich, ganz gut. Ja, das hat auf jeden Fall was, Freunde. Das finde ich richtig cool. Ja, super gemacht hier unten wieder mit dieser Glossy-Lack-Beschichtung. Das sieht natürlich wirklich richtig, richtig toll aus. Muss man natürlich ganz klar sagen. Dann haben wir hier auch ein wirklich schickes Artwork. Jo, schönes Mediabook. Vom Spine her schaut das Ganze so aus. Ich halte den Spine jetzt mal näher in die Kamera. Ja, auch cool. Und auch hier haben wir wieder so einen glänzenden Spine mit so einem glänzenden Titelschriftzug. Ja, auch richtig nice. Gehen wir über zum Backdesign. Das Ganze schaut hier so aus. Ja, schönes Backdesign auf jeden Fall. Wenn ihr euch den Inhalt des Films durchlesen wollt, könnt ihr das jetzt gerne tun. Einfach mal kurz auf Pause drücken. So, und dann haben wir hier noch ein paar Szenenfotos, wie ihr seht. Hier weiter unten die technischen Daten. Und dann haben wir hier rechts noch meine Limitierungsnummer. Auch auf jeden Fall ziemlich cool. So, dann kommen wir aber zu den inneren Werten, würde ich sagen. Und ja, ich klappe das Mediabook auf. So, wir haben hier auf der linken Seite hier mal die erste Disc. Und wir sehen natürlich schon, dass das Ganze hier ein Tray ist und nicht einfach nur so drin liegt. Was natürlich schon mal sehr von Vorteil ist auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. So, so seht ihr das Ganze dann jetzt nochmal etwas besser und ich würde sagen, wir schauen uns hier zuerst mal die Blu-ray-Disc an. Wie gesagt, wir haben hier natürlich einen Tray enthalten. Ja, damals bei dem normalen Mediabook war das halt leider nicht so. Schade, schade, aber kann man jetzt natürlich auch nicht mehr ändern. So schaut die Blu-ray-Disc aus, ziemlich nice, gefällt mir gut vom Artwork her. Wir gehen über zum Indruck, der schaut hier so aus, auch ziemlich cool auf jeden Fall gestaltet. Und dann gehen wir natürlich über zum Booklet. So. Wir blättern mal durch und ich muss auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben hier sehr hochwertige Seiten. Das Ganze ist sehr hochwertig verarbeitet. Den Film habe ich schon gesehen. Review dazu kommt auch demnächst, Freunde. Ja, ist auf jeden Fall schon geplant. Ich weiß gar nicht mehr für wann, aber die kommt, Freunde. Also da keine Gedanken machen. Demnächst gibt's natürlich auch eine Review dazu. Ja, sehr schönes Booklet, sehr schön wertige Seiten. Lässt sich sehr leicht umblättern. Wir haben einiges an Text und einiges an Bildern. So muss das sein für ein Mediabook. Finde ich immer sehr, sehr nice. So, machen wir weiter.
wirklich sehr viel Text auch und einige Bilder finde ich ziemlich nice auf jeden Fall. Super von Nameless. Hier haben wir die zweite Disc, die ich jetzt hier auch mal rausnehme. Die schaut hier so aus. Auch eine Blu-ray-Disc, wie gesagt, mit der anderen Schnittfassung dann eben. So, Indruck schaut so aus. Sieht auch ziemlich cool aus. Gefällt mir auch gut, muss ich ehrlich sagen. Und die Gesamtoptik macht wirklich auch was her. Ja, gefällt mir wirklich gut im Endeffekt. Sehr, sehr, sehr schönes Mediabook. Jo, weiß gar nicht mehr, was es damals gekostet hat. Ich glaube 40 Euro, also für ein wattiertes Mediabook ein super Preis. Und ja, Freunde, das war noch Zeiten, ne? Heute zahlt man da ja schon mal deutlich mehr. So, Freunde, dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Unboxing-Video. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen und damit unterstützt ihr mich auf jeden Fall auch ein bisschen. So, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Lasst wie immer ein Like und einen Kommentar da. Haut mir in die Kommentare, wie euch der Film und das Mediabook gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Moviepyro 911. Und ciao. Eat the